Erich Brandstätter, ein neues Talent im deutschen Rennsport. Dann startet John Dodds, der geborene Australier, der jetzt in Deutschland lebt und auch um die deutsche Meisterschaft fährt. Dann die erste Linkskurve. Und jetzt der fünffache deutsche Meister Helmut Kassner aus München. Die Kassners sind alte Rennfüchse. Vor und nach dem Krieg fuhr der Vater Rennen, dann sein Bruder Horst, er war dreimal deutscher Meister und jetzt Helmut Kassner. Helmut Kassner ist zurzeit Deutschlands bester Straßenrennfahrer bei sämtlichen WM-Läufen. Einer der beliebtesten deutschen Fahrer und eine Marke für sich ist Hans Otto Butenul. Dann Franz Heller auf seiner Suzuki. Das ist bereits das Rennen der Klasse bis 500 Kubikzentimeter und hier sehen wir Anton Mang mit seiner Warmroll-Suzuki. Dann Harald Merkel auf seiner Suzuki. Deutsche Meisterschaft gekämpft, hier Hansen Klein. Dann Rudolf Reinhardt mit Karin Sterzenbach. Hier eine Trainingsaufnahme von Scherzl Schumpu. Er stürzte dann im Training. Scherzl. Auch Schilling stürzte und hier Karl-Heinz Stippin mit Thomas Bender auf ihrer König, auf Englisch heißt es halt King. Thomas Bader heißt der Mann im Boot. Venus Bittermann. Als nächster startete Schwärzl und Huber auf Aro. Dann die Siegerehrung der Klasse bis 350 Kubikzentimeter. Hier Helmut Kassner wurde Erster, Zweiter Franz Rau, Dritter Ulrich Eickmeier und Vierter Horst Lafel. Anton Mang konnte nur den 16. Platz belegen. Bis 500 Kubik gewann Anton Mang, Zweiter Franz Heller und Dritter Helmut Kassner. Bei den Gespannen siegten Schwärzl Huber, Zweiter Steinhausen Kallauch und Dritter Siegfried Schauzu mit seinem Beifahrer Puzzo. Am 18. September fand auf dem Nürburgring der 6. Lauf zur deutschen Straßenmeisterschaft statt.
auch die deutsche TT genannt. Hier der Lauf der Klasse bis 250 Kubikzentimeter. Harald Merkel hatte damals 49 Punkte. Aber Josef Hage führte mit 52 Punkten. Später stürzte dann Merkel. Das ist Volker Beckert aus Berlin. Hier erwischte es Harald Merkel. Und somit war für Harald Merkel der Traum von der deutschen Meisterschaft zu Ende.